Ja, einen wunderschönen guten Morgen erst einmal in die Runde und ganz, ganz herzlich willkommen zum DKE Innovation Campus in Hanau 2023. Und bevor ich mich Ihnen, liebes Publikum, zuwende, möchte ich erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Panelistinnen hier richten für die tolle Diskussion, die wir gerade miterleben durften. Ich denke, besser geht's kaum, ein Cold Entry in dieser Qualität. Das hat mir so einen Spaß gemacht und es regt einfach sofort zum Nachdenken an. Und ich denke, genau solche Diskussionen brauchen wir, um, naja, ich will es mal so sagen, um Dinge auf den Prüfstand zu stellen. Um das auf den Prüfstand zu stellen, was wir tagtäglich liebgewonnen haben und vielleicht auch Veränderungen herbeizuführen. Und eine Sache ist auch noch sehr wichtig und ich glaube, das haben wir jetzt auch mal versucht zu trainieren. Wir haben gelernt, zuzuhören. Und ich denke, das ist das A und O unserer täglichen Arbeit. Wir müssen besser zuhören. Wir müssen zuhören lernen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir als DKE vielleicht mal mit einem guten Beispiel vorangehen können heute, nämlich in den Mittelpunkt zu stellen, dass wir aktiv zuhören, dass wir vom Sendemodus in den Empfangsmodus wechseln. Und wenn wir sagen zuhören, heißt es nicht da rein, da raus und ja, ja, habe ich schon mal gehört, sondern wirklich aufnehmen, wo drückt denn der Schuh, was ist denn das Problem und wie können wir vielleicht einen Lösungsbeitrag dazu liefern. Ja, und jetzt möchte ich nochmal Danke sagen und zwar alle hier im Raum muss ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen, weil wir waren noch nie so viel. Es hat mich wahnsinnig beeindruckt. Wir haben Anmeldezahlen, die durch die Decke gegangen sind, muss ich sagen. Und es ist, glaube ich, auch dem Thema geschuldet, das wir hier heute auf der Agenda haben. Wir haben 300 Menschen hier im Saal. So viel waren wir noch nie. Wir haben eine ähnliche Anmeldezahl im Livestream. Und es zeigt einfach, dass wir relevant sind und dass wir die richtigen Themen aufgreifen. Und ich hoffe, dass Sie alle zugehört haben, denn wir haben große Aufgaben mitbekommen. Wir müssen Lösungen anbieten für die Klimaprobleme, die vor uns liegen. Und wie das so ist mit Aufgaben, am besten erledigt man sie nicht alleine, sondern im Team. Und man hat dafür leicht auch einen guten Sparringspartner für. Und ich kann ja glücklich sein, dass ich einen guten Sparringspartner an meiner Seite habe. Ich habe einen neuen Präsidenten, ich darf begrüßen hier auf der Bühne, Kurt. Dankeschön, Michael. Wir gehen die Sachen gemeinsam an. Ja, guten Morgen zusammen. Aufgaben und dringend hast du gerade gesagt und Team. Ne? Ja. Also Roland, das hast du mir nicht erzählt. Ne? Also dass es so viele sind und dass es so dringend ist, das war in der Übergabe nicht dabei. Und Team haben wir so definiert, toll, ein anderer macht's, also du. Nein, Spaß, das funktioniert ja auch nicht. Sie merken es schon an dieser Stelle, wir haben einige Kleinigkeiten verändert, auch im letzten Dreivierteljahr, seitdem wir uns kennengelernt haben. Das hat auch damit zu tun, wie wir miteinander umgehen, wie auch wir innerhalb der DKE miteinander umgehen. Das Angebot, das ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DKE gemacht habe, gilt nicht nur für diesen Tag. Wer gerne möchte, darf Kurt und du sagen, mich jederzeit auch hier im Rahmen ansprechen, Anregungen, Ideen, Kritiken loswerden. Ich freue mich darauf, weil dieser Tag unser Tag ist, bei dem wir Innovationen auch dadurch in Bewegung setzen, dass wir unsere Schwelle, Hürde im zwischenmenschlichen Umgang versuchen, so weit wie möglich nach unten zu bewegen. Aber, Michael, du hast es schon gesagt, du musst das ja auch im Vollamt machen, mit allem, was dazugehört. Du darfst es machen, du darfst es gestalten. Das hat viel mit Organisationsentwicklung zu tun und das Thema treibt dich ja nun doch ganz schön massiv um, auch wie Dinge, was anders gemacht werden soll, wie es dabei zugehen soll. Was sind deine Gedanken dazu? Naja, du sprichst ein großes Wort gelassen aus, also Organisationsentwicklung ist natürlich ein zentrales Thema, wenn man solche, ich sag jetzt mal, solch große Aufgaben vor sich hat wie die All Electric Society. Und für mich spielt quasi als Gesamtüberschrift über Organisationsentwicklung eigentlich immer das Thema Agilität mit rein. Also wir müssen agil sein. Das ganze Thema All Electric Society ist agil. Es ist, wie ich immer sage, es ist ein Moving Target. Wir wissen nicht, wie sich es entwickelt. Heute haben wir Solarkraftwerke am Balkon angeschraubt. Morgen haben wir vielleicht Kernfusion, die funktioniert. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Also wir müssen uns ständig neu erfinden. Wir müssen neue Konzepte entwickeln. Wir müssen ständig umparken im Kopf.
Und das verlangt natürlich von den Menschen unheimlich viel ab. Wir müssen international arbeiten, das haben wir gehört. Das ist ganz essentiell. Wir sind zwar eine nationale Normenorganisation, aber wir sind international bestens vernetzt. Wir müssen interdisziplinär arbeiten, das haben wir heute auch schon gehört. Ich denke, es gibt ganz viele Themen, die Agilität fordern. Und im Mittelpunkt der Organisationsentwicklung steht natürlich ganz klar der Mensch. Es ist zwar Technologie, die wir hier betreiben, im Wesentlichen, wir sind alle Techies, ich auch, ich liebe Technologie, aber im Wesentlichen geht es um die Menschen. Wir müssen die Menschen abholen und wenn wir das nicht schaffen, dann hilft uns die ganze Technologie letztendlich nicht. Und Dankeschön. Und für uns Norma ist es natürlich auch, ich will mal sagen, keine einfache Aufgabe, jetzt in vielen Bezügen umzudenken. Und ein konkretes Beispiel ist es, wir müssen eher aus der Kundenperspektive denken. Wir müssen anfangen nachzudenken, was wird denn wirklich mit unseren Normen gemacht? Warum machen wir die Normen? Machen wir sie, um sie in den Schrank zu stellen? Machen wir sie, um sie zu lesen? Oder machen wir sie, um sie in digitalen Prozessen demnächst klimafreundlich anzuwenden? Das sind alles Fragen über Fragen über Fragen. Und ich denke, das ist ganz essentiell, dass wir lernen, sozusagen aus der Kundenperspektive zu denken. Aber ich glaube, da erzähle ich dir nichts Neues. Du bist ja nicht sozusagen der hauptamtliche Präsident, Berufspräsident, sondern du bist ja nebenher noch CTO der Harting-Gruppe und ihr beschäftigt euch ja mit Sicherheit auch mit solchen Themen. Tun wir tatsächlich. Und ich habe so ein bisschen versucht, hier den Raum zu scannen, als du eben gerade von Veränderung gesprochen hast, da waren eine ganze Reihe sehr kritischer Blicke zu spüren, bis hin zu Leuten, die so zum Boden geschaut haben. Oh, weiß nicht. Bitte doch alle, aber ich nicht. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt für mich, weil der mich persönlich tatsächlich seit meinem Berufslebensstart in der Industrie begleitet. Wer ist hier aus dem Großraum Frankfurt? Mal schnell die Hände hoch. Wer kennt die Firma Höchst noch? Gut, wir haben die ganze Auflösung mitgemacht. Ich war Bestandteil dieser Runde. Seit meinem ersten Arbeitstag kenne ich nichts anderes als Veränderung. Und das Spannende dabei ist ja, bei diesem Veränderungsprozess auch darauf zu achten, nicht nur, dass wir pauschal gesagt Menschen mitnehmen, sondern dass wir miteinander in eine Richtung laufen. Dass wir Agilität nicht verstehen, jeder macht, was er will und läuft einmal im Kreis und kommt wieder daraus, wo er angefangen hat. Viel wichtiger aber noch ist Veränderung und Innovation nicht um der Veränderung und der Innovation willen. Das macht keinen Sinn. Das ist Blindleistung. Elektriker haben wir genug hier in unserer Runde, die wissen, was Blindleistung ist und wie sie definiert ist. Veränderungen und Innovationen machen nur dann Sinn, wenn sie Werte schaffen, wenn sie einen Nutzen haben. Es gibt einen Menschen, den ich sehr schätze, der das auch in einem Buch miteinander verheiratet hat, Führung, Werte. Das ist Ed Hess, ein amerikanischer emeritierter Professor, hat ein Buch geschrieben, Humility is the New Smart. Da stehen ein paar schöne Anregungen drin, wie wichtig heutzutage im Gegensatz zu den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts vielleicht auch das Thema ist, zuhören, gestalten, aufnehmen und immer wieder darauf achten, dass das, was wir tun, etwas Neues erzeugt, was wertvoller ist als das, was wir vorher hatten. Und diesen Lackmustest, den müssen wir alle jeden Tag aufs Neue bestehen. Und wir sind alle gut ausgebildet, wir sind hervorragend unterwegs, wir sind motiviert, deswegen sind wir ja hier, auch wenn gerade im Moment so viel Ruhe im Laden ist. Aber genau dieser Punkt gehört ja dazu und das wird uns eine ganze Zeit lang jetzt begleiten. Ja. Die Frage ist natürlich, wie machen wir es? Wie machen wir es ganz konkret? Wie bleiben wir relevant? Wie identifizieren wir die richtigen Themen? Und vor allen Dingen, mit welchem Mindset gehen wir da dran? Und aus meiner Sicht gibt es nur ein Mindset, um so eine Aufgabe zu wuppen. Wir müssen mutig sein. Wir müssen einfach viel, viel Mut zeigen. Wir müssen unbekanntes Terrain begehen lernen. Und Mut ist der Schlüssel dazu. Und vielleicht sollten wir auch versuchen, in einen anderen Modus zu kommen. Den Modus des Ja-Aber wechseln gegen den Modus Ja-Und. Ja, weil ständiges Ja-Aber sagen ist auf Dauer anstrengend. Das ist eine tolle Passage. Wir zwei achten da tatsächlich schon im Umgang miteinander drauf, wie oft wir Ja-Aber sagen oder eben nicht mehr. Wir haben den Konjunktiv verboten untereinander, machen so Strichlisten mit dem flapsigen Spruch im Hintergrund, der Konjunktiv ist der Tod der deutschen Wirtschaft. Man könnte mal. Oder um es mit Gunter Kegel vom ZVI-Jahreskongress zu sagen, der kürzlich erst in Berlin war, machen ist wie wollen, nur krasser. Und das können wir uns alle mitnehmen an dieser Stelle. Und genau deswegen haben wir jetzt in bewährter Art und Weise 150 PowerPoint-Slides vorbereitet, die ich jetzt gleich präsentiere. Nein, genau das machen wir nämlich nicht. Wir sind auch zum Zuhören da. Und ich gestehe,
Ich habe ein Mikrofon. Und der, den es jetzt trifft, den habe ich zumindest als eine Person vorgewarnt an der Stelle. Die Frage ist relativ leicht. Die Spielregeln skizziere ich vorne. Wir fangen an einer Seite von dieser Sitzreihe an. Die Frage ist, wie kann die All-Electric Society gelingen? Was braucht es dafür? Und das beginnt damit, dass der oder diejenige sich ganz kurz mit Namen vorstellen und sagen, was ihr Erfolgsrezept ist, damit das gelingt. Und ich bin froh, dass ich dich vorgewarnt habe. Bernhard, vielen Dank. Wie kann's klappen? Und dann einfach durch und ich sammle es da hinten wieder ein und ich versuche mir auch möglichst viel davon zu merken. Ja, mein Name ist Bernhard Beetz und es kann nur gelingen, wenn wir nicht abwarten und aussitzen, sondern wenn jeder proaktiv einsteigt und loslegt. Ja, mein Name ist Paul Seifert. Ich bin der Meinung, dass wir auch mal mit 80% starten dürfen und nicht erst warten, bis wir die 105% haben. Denn bei uns hat sich doch eingebürgert, dass wir sagen, ach schade, das funktioniert nicht und das ist dann ein Teil der 20%, anstatt zu sagen, toll, wie ist das prima, dass schon 80% funktioniert. Und das ist mein Pipitum. Mein Name ist Udo Bosch. Meines Erachtens kann das nur gelingen, wenn wir zum Beispiel diesen Begriff All Electric Society, wo wir ja erkannt haben, es gibt verschiedene Sektoren, die zusammenspielen müssen. Wenn zwischen diesen Sektoren, zu denen es ja schon massenweise Normungen gibt, wenn die sich untereinander verstehen. Verstehen heißt, es muss Schnittstellen zum einen geben, das wäre der technische Ansatz. Es muss aber auch Menschen geben, die bereit sind, diese Schnittstellen zu akzeptieren. Und nur dann kann es meines Erachtens noch gelingen. Ja, mein Name ist Jörg Kaiser vom VGBE, also Verband der Stromerzeuger im Wesentlichen. Ja, meine Sichtweise auf die Dinge ist, All Electric Society kann nur funktionieren durch komplette Digitalisierung in Verbindung mit der entsprechenden Security, die wir dazu brauchen. Mein Name ist Dominika Radatzky. Wir hatten heute schon öfters das Thema Balkonanlagen. Ich bin Projektmanagerin und mache genau diese Thematik in der DKE. Und für mich sind die Schlagworte eigentlich, die wir auch hier auf dem blauen Panel haben, zuhören, mitreden, mitgestalten, Respekt. Wenn wir nicht anfangen, gemeinsam an der Lösung zu finden, gemeinsam diese Thematik All Electric Society zu diskutieren, und anstatt im Prinzip auch mal gegenseitige Richtungen zu definieren, sondern zu sagen, ein Strang, eine Lösung, und dann, denke ich, haben wir die Möglichkeit, gemeinsam auch den Weg zu finden. Hallo. Hallo, mein Name ist Beate Schmidt und ich möchte mich gern dem Vorredner anschließen. Er sagte nämlich, die Schnittstellen müssen funktionieren. Da kommen jetzt meine beiden Projekte mit ins Spiel, Interoperabilität, ganz groß, dass wir uns um diese Themen kümmern. Ja, Nina Laurila Dürsch, mein Name. Im Grunde wurde schon vieles vorweg gesagt, aber ich denke, mutig sein und neugierig sein und wirklich tatsächlich versuchen, etwas Neues mit anzugehen und das auch zu unterstützen. David Uhrmann. Ich denke, für die All Electric Society müssen wir darauf achten, dass wir im Gespräch bleiben und dass wir sehen, wie wir die vorhandenen und auch die neuen Technologien bestmöglich einsetzen. Jede Technologie hat ihre Stärken und Schwächen und hat entsprechend dann auch Sektoren, wo sie gebraucht wird oder wo sie nicht so geeignet ist. Mein Name ist Henriette Boos, ich bin auch von der DKE und ich glaube, es kann nur gelingen, wenn wir wirklich alle mitnehmen, wenn wir alle da abholen, wo sie sind, wenn wir alle einbinden und jeder seinen Teil dazu gibt. Super, ja, super, vielen Dank. Danke. Wollen wir mal hier nochmal stichprobenartig? Komm, wir testen mal die Geschwindigkeit. Wer will noch? Wer ist am schnellsten? Oh. Ja, die Reihe hat gewonnen. Ja, mein Name ist Ingo Rolle, ehemaliger DKE-Mitarbeiter. Und ich finde, wir sollten uns realistische Ziele setzen. Nicht erreichbare Ziele werden uns nur unnötig frustrieren. Und wir sollten mit den Dingen anfangen, die am meisten drängen. Und das wären Speicherung, Transport und Bedarfssteuerung. Ja, was ich als wichtigstes Ziel für die Zukunft sehe, ist, wir müssen mehr machen und weniger reden oder weniger darüber nachdenken, was könnte man machen. Man muss es einfach mal umsetzen. Es wurde jahrzehntelang über Balkonanlagen schon mal im Kleinen diskutiert und jetzt erst in den letzten Jahren kommen sie.
Rosalia Weger vom VDE YoungNet. Ich glaube, wir müssen junge Leute mehr mitnehmen, uns die Zeit nehmen zu erklären, was dahinter steht, Fragen beantworten. Wir haben es mit einer sehr wissbegierigen und neugierigen Generation zu tun und diesen Fragen sollten wir uns stellen und selbstkritisch hinterfragen und entsprechend abholen und uns Zeit nehmen, auch wenn es in dem Moment vielleicht Zeit kostet, die man nicht hat. Günter Fischhaber von Audi, mein Name. Vieles ist schon gesagt worden. Für mich ist das Wichtigste, dass wir miteinander sprechen und dem anderen zuhören. Weil miteinander sprechen und dem anderen zuhören sind ja noch zwei verschiedene Dinge. Das ist noch eine ganz andere Ebene und das ist für mich das Wichtigste in dem Zusammenhang. Ja, Egbert Fritsche kann den Faden aufnehmen. Jede Idee ist es aus meiner Sicht wert, geprüft zu werden und vor allen Dingen unvoreingenommen geprüft zu werden und auf ihre Lösungsmöglichkeiten zu durchdenken. Werner Männchen, Consulting and Training. Es wurde im Wesentlichen schon gesagt, das Zuhören, wenn ich die Mitarbeiter schon auffordere und Kollegen auffordere, mitzudenken und mitzumachen, dann muss ich ihnen auch zuhören, den Raum schenken und sie dazu auffordern, auch die Dinge umzusetzen und mitzumachen beim Umsetzen. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Den Mut vor allen Dingen zu haben. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Michael, wir haben jetzt was ausprobiert, was wir so in der Form vorher auch noch nicht gemacht haben. Wir sind aber auch ein Risiko gegangen. Ja. Wir wussten ja nicht, was alles so kommt an dieser Stelle. Vielen Dank dafür. Ich freue mich drauf, den Austausch den ganzen Tag über mit allen fortzusetzen und im Namen aller. Ich habe noch eine große Bitte, weil auch das ist mir wichtig. Egal wie konträr die Positionen sind, den jeweiligen Partner, die Partnerin im Dialog und auch im Disput mit Respekt zu behandeln. Das gilt für mich auch für die vielen Menschen, die in den letzten 100 Jahren mit anderen Formen von Energie gearbeitet haben, die sich angestrengt haben, die ja nicht in demselben Kenntnisstand waren wie wir heute, die dafür die Grundlage gebaut haben, dass wir heute hier sind, dass es uns so gut geht, wie es geht. Und dieser Respekt bedeutet eben auch, mit dem, was wir haben, sinnvoll umzugehen, den Weg nach vorne proaktiv, schnell, mit hoher Geschwindigkeit, mit großem Umsetzungswillen zu gestalten. Und wenn wir das alle so gut machen, wie wir das können, weil dafür sind wir ausgebildet, sind wir qualifiziert, dann bin ich sehr guter Dinge, dass wir das erfolgreich hinkriegen. Deswegen vielen Dank. Michael, Schlusswort ist dir. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich würde sagen, wir machen jetzt was ganz Revolutionäres. Wir setzen uns dahin und hören mal zu.